Hallo, ihr seht mich schon wieder in der Küche, diesmal ohne Actioncam. Das heißt, ich könnte was anders machen, nämlich was essen, was man nicht auf einem Teller mit Messer und Gabel oder sonst wie, das sieht man ja nicht mehr natürlich, also nicht schneidet oder so, sondern was Händisches. Das ist richtig. Außerdem sehe ich ganz toll, dass ich wieder ganz viel Spaß mit der Reflexion haben werde, weil nicht das Abendlicht oben sich im Teller spiegelt. Aber egal, ich werde was essen, richtig. Und zwar, verdammt, Snacks. Weil ich heute schon was gegessen habe und mir extra um zum Vorbereiten, damit ich jetzt nicht eine volle Mahlzeit brauche, sondern was Kleines, was ich schon lange im Kühlschrank habe, im Gefrierschrank jetzt endlich mal essen werde. Nämlich, das da. Aber nicht nur das, sondern auch noch das da. Wie hebe ich es vernünftig? Keine Ahnung, wie weit es drauf ist. Das ist das Problem mit dem iPad. Also Pizza Pockets von Pizzwitch heißt der Schuppen scheinbar. Ultra praktisch steht hier. Ultra praktisch. Ich habe damals, ich glaube, ich habe es im Netto gekauft. Zwei Sorten gab es, glaube ich. Vielleicht gab es auch mehr, aber ich habe diese zwei mitgenommen. Nämlich Salami. Geht immer. Und Chicken Tex-Mex. Schau mal. Das sind jeweils zwei Stück mit jeweils 120 Gramm. Und ich habe jetzt beschlossen, ich esse jetzt von beiden eine. Also Premiere beim Social Eating. Ich esse verschiedene Sachen, zwei verschiedene Sachen in einem Social Eating. Weil sie bereiten sich gleichzeitig zu. Und ja, dann wollen wir noch mal. Dann mache ich erstmal das hier auf und versuche es zumindest und nehme mal eine raus. Und die andere kommt dann halt wieder in den Gefrierfach rein. Okay, ja, so sieht das aus. Ganz toll. Hier sieht man die Füllung ein bisschen. Nummer 1, das war die Salami. Nummer 2. Chicken Tex-Mex. Man auch. So, ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander beim Essen. Erkennt man das optisch? Ja, du musst es halt am Geschmack erkennen nachher. Das ist tatsächlich sehr ähnlich vom Bild her auch. Gut, also Pizza Pocket Salami. Pizzateig gefüllt mit Peperoni Salami, Mozzarella und einer Schmelzkäse-Zubereitung. Vorgebacken, tiefgefroren. Völlig überraschend. Zubereitung, frage ich mal schnell. Geht auch im Ofen. Ist mir zu blöd natürlich. Mikrowelle. Aus der Folie nehmen. Müssen wir machen. Ah ne, die Pockets und die Mikrowellenverpackung aus der Folie nehmen. In die beigefügte. Ach so, das tut. Da ist noch was, wo man dann neidet. Interessant. In die beigefügte Mikrowellenverpackung einschieben. Alles zusammen auf einem geeigneten Teller in die Mikrowelle 2 Minuten bei 900 Watt. Dann die Verpackung an der Auflasslasche öffnen. Die krossen Pizza Pockets vor dem Verzehr. Das andere ist identisch. Gut. Kalorien, achso. Tex-Mex. Pizzateig gefüllt mit gegarter Hähnchenfleischzubereitung, Edamer, roter Paprika und Röstzwiebeln. Klingt auch nicht schlecht. Klingt eigentlich beides gut. Beide haben ungefähr, gelogen. Das Tex-Mex ist kalorienarmer wie das mit der Salami. Tex-Mex Proportion 270 Kalorien, Salami 328. Hätte ich nicht gedacht. Ich tue das jetzt mal schnell, das mache ich, zu lange wird es schon noch aushalten. Dann gucken wir mal, wie ich das verstehen soll. Also hier, wir erinnern uns das da. Ich soll es aus dieser Packung nehmen und in die Mikrowellenpackung reintun. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So. Jetzt habe ich hier eine Rolle und das ist die Packung, die für mich ausschaut wie ein ganz normales Karton. Warum man es nicht einfach gleich von der Fertigung her reintun kann? So. Ich weiß es nicht. Und vor allem, es schließt ja nicht immer ab. Egal, dann ist es halt so. Stelle mich an, offensichtlich. Gut. Ich habe nochmal so ähnliche Dinger für eine zukünftige Folge mal. Mal schauen, ob die auch so seltsame Zubereitungsbedingungen formuliert. So, wie man sieht, wie man nicht sieht, so sieht es aus. Also, tun wir schnell in die Ofen, dann tue ich das schnell weg, mache mein Getränk und dann reden wir weiter. Gut, in den Ofen. Ja, der Winkel, ich weiß. Tun wir es rein. 2 Minuten bei. Machen wir volle Pulle laufen, machen wir 2,30. Kann nicht schaden. Gut, schnell wegräumen, damit es nicht auftaut, der Rest. Ja.
So. Aufgeräumt ist, ich brauche natürlich noch die Milch, die wichtige, wie immer. Meine Milch. Es war jetzt natürlich taktisch unklug, dass ich beide weggeräumt habe, weil ich kann ja nicht mehr vorlesen, was draufsteht, aber es ist eigentlich egal. Also, wie gesagt, ich glaube, diese Variante habe ich gekauft im Netto. Im Lidl gibt es was Ähnliches, ab und zu. Zweimal 120 Gramm, passt also ganz gut für ihren Snack, eine Vollmahlzeit will ich es mal nicht nennen, schauen wir mal. Ich mische jetzt einfach, damit ich später auch mal nochmal mischen kann. Klug bin ich. Und ja, es ist offensichtlich Fingerfood quasi. Also wahrscheinlich ist eigentlich die Frage, man sollte es dann laut Anleitung aus dieser Mikrowellenaufwärmdings raustun. Dafür brennen sich halt die Pfoten wie Sau wahrscheinlich. Man könnte es doch einfach auch so essen. Es wäre doch vielleicht fast einfacher. Mal schauen, ich probiere es mal todesmutig. Und dann werden wir ja sehen, wie das schmeckt. Noch dauert es eine Weile. Ja. Pizzataschen. Warum auch nicht? Ich meine, kann man machen. Eigentlich erstaunlich, dass es die nicht regulär irgendwo im Angebot gibt. Ich meine, so eine Currywurst kriegst du immer überall. Fertigmampf auch. Pizzas natürlich. Pizzataschen in diesem, im Snackformat. Warum eigentlich nicht? Ich habe keine Ahnung. Nur manchmal eben im Angebot. Ja, gleich ist vorbei. Dann sollten wir es ja eigentlich noch 2 Minuten ruhen lassen, stand da drauf. Schauen wir mal. Also so sieht das jetzt aus, wenn man es raus. Teig ist weich und labbrig. Klingt, sieht aus. Ja. Also was ist das Besondere an dieser Mikrowellenaufwärme? Das sieht für mich aus wie stinknormaler Karton. Also ich habe keine Ahnung, warum das irgendwie vorteilhaft sein soll beim Erwärmen. Irgendwas spiegelt hier wahrscheinlich so blöd. Was? Ah, der Teller tatsächlich. Dann tue ich den halt hier ein bisschen zur Seite und hoffe, dass ich nicht zu sehr auf den Boden sabbern werde. So, ich tue es jetzt mal raus, todesmutig. Ich würde es raus tun, todesmutig. Ja, super. Also kann man wohl nur aufreißen, sonst klappt das nicht. Weil, ist das eine Reis? Ach, das ist tatsächlich eine Reislasche. Hier ist, sieht man es hier zum Aufreißen gedacht, scheinbar. Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich quasi Burrito-mäßig ein bisschen. Und es klebt hinten an. Ah, da ist ein Stück hängen geblieben. Das muss ich natürlich hier rausholen. Hier. Also, was habe ich zuerst? Mal probieren. Von der Optik her, so sieht das innen aus. Ganz toll. Ich glaube, das ist das Hühnchen. Hä? Das ist Tex-Mex. Sehr teigig. Fast noch ein bisschen nicht heiß genug. Super, aber ich habe es ja länger laufen lassen, als drin steht. Okay, Pro-Tipp, sehr viel länger laufen lassen, als drin steht. Ich tue die andere jetzt nochmal schnell rein. Also, wenn das jetzt hier durchgelaufen ist, das andere, das Salami dann wohl, das ist dann ungefähr doppelt so lang drin gewesen, wie es in der Anleitung steht. Das ist doch ein schlechter Witz. Was ist denn das für eine beschissene Anleitung? Ich
fühlt sich auch ungleichmäßig an von der. Da ist schön warm, hier relativ gar nicht, komisch. Also ist von wegen Tex-Mex, ich merke nicht viel an Würze. Der Teig ist gar nicht schlecht. Das kommt übrigens, das ist tiefgefroren, also hält entsprechend lang. Aber wirklich, also hier komisch, dieser Bereich ist wirklich aus dem unerfindlichen Grund kühl. Aber nur dieser ist eine. Also, ja, es fühlt sich an wie eine sehr milde Pizza. Würde ich sagen. Gut. Richtig, also es war die Chicken Tex-Mex, oder wie es auch immer heißt. Die war jetzt mäßig spannend. Oh, das hier ist ordentlich heiß. Also jetzt ist es heiß, aber es lief jetzt auch statt der anvisierten 2 Minuten fast 4, also 3,5. 3,5 ist nicht 4, okay. Das sieht doch schon eher jetzt aus wie. Ja, ich sehe es genauso aus. Ach, da kann man so halb aber da essen. Super. Also es ist schon wirklich. Warum soll ich es dann rausnehmen, wenn ich so halb. Total. Also es ist bescheuert beschrieben. Ich habe jetzt den Namen vergessen dieser Firma. Ein Glück. Muss ich nachher noch in die Beschreibung schreiben. Aber das hier ist irgendwie. Das ist ziemlich warm. Aber auch hier. Also ich bin ja ein bekennender Möger von dicken Pizzaböden. So American Pizza mäßig. Aber da ist halt auch Belag dabei. Das hier fühlt sich einfach an wie sehr viel Pizzaboden mit ein bisschen wenig Belag drauf. Hier, schauen wir mal rein. So sieht das innen aus. Lecker, oder? Naja, mit so Mini-Pizza-Peperoni-Scheibchen. Die sind geschmacklich echt sehr unbeeindruckend. Fast als ob der viele Teig, der ja relativ mild, belanglos schmeckt, den ganzen Rest so negiert. Ich weiß auch nicht. Also der Käse. Der fällt tatsächlich hier, Käse, der fällt mehr auf wie die Salami. Der schmeckt für offensichtlich recht künstlichen Schmelzkäse eigentlich ganz okay. Aber also Pro-Tipp auch, wenn es wirklich richtig heiß ist, schmeckt schon auch ein bisschen besser einfach. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Tex-Mex-Geschichte so viel sexier ist, wenn sie. Die war schon okay, aber nicht spannend jetzt gerade. Und das hier. Ja. Also. Man kann es essen. Und es schmeckt auch nicht schlecht. Nee. Oder irgendwie zu pappig wie jetzt diverse Burger, die ich schon erlebt habe. Aber ich würde sagen, eine normale, stinknormale Tiefkühlpizza, die man sich so im Ofen warm macht, ist so viel besser wie das. Obwohl, also Pluspunkt ist für mich viel Pizzaboden im Prinzip, aber halt der Rest ist halt zu langweilig. Deswegen muss ich sagen. Also diese Variante der Pizza-Snacks ist ein reiner Kalorienfüller,
kein Genussessen. Ich fand jetzt ziemlich langweilig. Und vor allem die Anleitung ist natürlich auch sehr falsch, weil, wie gesagt, 2,5 Minuten war einfach zu wenig. Hier ist die Plastikfolie und Müll bleibt auch ordentlich übrig. Also, bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Aber wenigstens der Magen gefüllt. Ich werde in absehbarer Zeit mal die andere Variante noch ausprobieren, die ich vom Lidl, glaube ich, habe, von einer anderen Firma. Es sind auch andere Sorten ein bisschen. Also es ist nicht das gleiche mit dem anderen Label. Aber sonst konzepttechnisch sehr ähnlich. Bin also jetzt eher skeptisch, dass mich das wahnsinnig anders faszinieren wird. Aber schauen wir mal. Jetzt jedenfalls werde ich noch schnell eine Milch trinken. Und sage bis zum nächsten Video dann. Tschüss. Winke, winke.